Beim Gericht und der Polizei werden viele Fachbegriffe verwendet, zum Beispiel aus den Rechtsgrundlagen. Die Benutzer von Gebärdensprachen verfügen sehr wohl über hohe sprachliche Kompetenzen, verwenden aber diese Fachbegriffe nicht, weil sie als Gemeinschaft wenige Berührungspunkte mit der Justiz haben. Deshalb müssen Kompromisse gefunden werden bei Fachbegriffen. Wenn zum Beispiel ein Verkehrsunfall passiert, verlaufen die Ermittlungen nach bestimmten Vorgaben ab. Diese Abläufe und Vorgaben müssen erst erklärt werden. Da gibt es bestimmte Regeln, wie das zu erfolgen hat. Erst durch Erklärungen wird das Verstehen dieser Fachsprache möglich. Dies wiederum braucht Zeit. Gebärden entstehen nicht einfach so, sondern erwachsen aus dem Bedürfnis.